Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Herzlich willkommen. Ich stehe auf dem Gelände vom Missionswerk und wir haben hier einen riesengroßen Anker. Er ist sehr schwer, sehr groß und hat jahrelang einem Schiff gedient und hat ihm Halt gegeben. Wir wollen heute hören, was der Anker in unserem Leben bedeutet. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute wieder eine Serie vom Boot. Wir haben ja schon einige gemacht und da steckt so vieles drin. Als ich dort auf dem Schiff war mit 10 Crewkollegen, hat der Skipper gesagt, das Wichtigste an einem Boot ist der Anker. Und ich dachte, Anker, das ist das Teil, das vorne so groß war in unserem Boot. Ich will jetzt fahren, ich will jetzt raus. Was nützt mich ein Anker? Die Küche ist was Tolles und es ist so viel, die Segel und alles ist was Tolles. Dann sagt dieser gute Skipper, das ist das Wichtigste, was wir an Bord haben. Und dann habe ich mich auch gleich einteilen lassen. Ich war verantwortlich für den Anker, habe mich belehren lassen, wie man so einen Anker werfen kann, man den nicht mehr in der Größe, aber wie man den setzt und wie man den setzt und so weiter. Und da möchte ich heute euch so ein bisschen dran teilhaben lassen, nicht, dass ihr segeln könnt, sondern dass ihr euer Leben wirklich im Griff habt, dass ihr es im Griff habt und das ist das, was wir haben sollten. Wir wissen, dass wir gerne im Hafen sind. Im Hafen brauchen wir keinen Anker. Dort, wo viele Leute sind, da kann man sich an dem festhalten und dort festhalten. Dann hat es hier eine Kette, da hat es eine Mauer. Man hat so viele Dinge, die man im Hafen hat, aber im Hafen ist man im Hafen, mit allen zusammen. Ich sage immer, im Hafen wird man verschaukelt von allen möglichen. Man kann es, ja, man kann besichtigt werden, man kann stolz sein im Hafen. Schau mal meine Farbe, schau mal meine Größe, schau mal mich an und so weiter. Aber ein Schiff, dein Leben ist zum Vorwärtskommen bestimmt. Und so viele Christen haben in einem Hafen festgemacht und warten, bis der Herr wiederkommt. Und sie sind so verknotet mit dem Hafen, dass sie sagen, das ist so sicher und da kenne ich den, da kenne ich jenen. Ich sage dir aber, in deinem Leben geht es nur vorwärts, wenn du aufs offene Meer gehst des Lebens. Und der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir, wenn du auch manchmal dort alleine bist. Du bist nicht für den Hafen geschaffen. Das ist ein neuer Slogan von mir, weil ich den so begriffen habe. Du bist für das Leben geschaffen, das Leben, das Vorwärtskommen, weil wir brauchen Veränderung. Im Hafen, wie ich schon sagte, immer das Gleiche. Da weißt du, wann die Toiletten aufmachen, wenn sie zumachen und so weiter. Du kennst die ganzen Regeln, du weißt, welches Pizza dort gibt, du kennst alles. Und so sind so viele Menschen, die haben sich so eingelebt in ihrem Hafen und nichts tut sich mehr, nichts Neues mehr und auch sie kommen eigentlich gar nicht vorwärts. Und wenn man draußen ist, auf dem offenen Meer, da gibt es nichts mehr zum Festmachen. Da ist nichts mehr, wo man irgendwo was festmachen kann und dann kommt der Anker zum Einsatz. Dort, wo nichts ist, kann man den Anker gebrauchen. Und er ist dann ein Halt, ich möchte sagen, der einzige Halt, den du dann hast. Wann brauchen wir so einen Anker? So einen Anker brauchst du, so wie du aus deiner eigenen Sicherheit hinaus fährst. Wir haben, wie ich schon sagte, eine eigene Sicherheit aufgebaut. Eine Sicherheit, wo wir sagen, ja, das und jenes
mein Beruf, meine Ausbildung ist ziemlich dasselbe. Ja, meine Familie, mein und mein und mein. Und ich sage dir, wenn du hinausfährst, du sollst jetzt nicht deine Familie verlassen oder jemand sagt, oh, jetzt hat er endlich gepredigt, ich darf meine Frau verlassen. Nein, 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 nimm sie mit. Aber es ist wirklich, dass wir rausgehen, raus aus unserem Trott, raus aus unserer Religiosität, wirklich auf das Meer raus, auf das Meer, wo der Herr uns weiterbringen möchte. Wenn wir schlafen, wenn wir ausruhen, brauchen wir diesen Anker. Was haben wir gemacht, als wir abends geankert haben? Ja, dann haben wir geschaut, dass der Anker hält und dann hat sich das Boot um den Anker gedreht, je nachdem, wo der Wind herkam, und wir konnten schlafen. Das ist auch etwas. Manche haben keinen Anker, die sind auf dem offenen Meer und mal peitscht es hier, mal dorthin, dann dreht sich der Wind und man wird verkratzt an den Felsen oder erleidet sogar Schiffbruch. Und so ist es auch im Leben. Wir brauchen diesen Anker. Wir brauchen diesen Anker, um nicht abgetrieben zu werden. Heute, wenn ich das Internet aufmache und gebe irgendwie ein Thema ein oder ich suche eine Bibelstelle, du findest diese Bibelstelle oftmals schneller wie in einer Konkordanz, in vielen Farben und Facetten, aber du findest auch, was die Esoterik und andere Organisationen drumherum gebaut haben, was mit der Bibel wirklich nichts mehr zu tun hat. Drum ist es wichtig, dass du, für dich ist es wichtig, dass du deinen persönlichen Ankerplatz hast. Den Anker, wo du deinen Halt hast. Nicht irgendwo, ja, mal sehen, ach, das ist auch ganz nett und hier ist es auch ganz nett und oh, das tut weh, aber ich gehe wieder hier vor. Dass du deinen Ankerplatz kennst, wo du deinen Halt herbekommst. Und der Ankerplatz ist ganz bestimmt nicht das Internet. Auch nicht Google und wie sie alle heißen, diese Suchmaschinen. Ich muss mal schauen, was Gott zu mir zu sagen hat. Das ist nicht die Sache von Google. Google ist eine prima Sache zum was finden, aber wenn Gott zu dir reden möchte, such nicht in Google, sondern lass Gott zu dir reden. Und da brauchen wir einen Ankerplatz, wo die Wahrheit ist, dass wir nicht abgetrieben werden. Denn der Wind bläst in unserer Zeit ganz, ganz heftig. Und die Wellen sind manchmal ganz schön hoch. Und dann noch die Strömungen. Wisst ihr, die Strömungen, das ist eine ganz, ganz typische Sache, die siehst du nicht. Hier zum Beispiel in unserem Teil vom Rhein, der ja nicht weit weg ist, vielleicht 4-5 Kilometer von hier, da ist es sehr gefährlich zu schwimmen, weil es hat Strömungen unter der Strömung, also da sind schon so viele Leute umgekommen, weil man es einfach nicht sieht. Und das ist auch so in unserem christlichen Glauben. Man denkt, man hat so die Strömung und man lässt sich vielleicht treiben und auf einmal kommt etwas, wo man nicht sieht und zieht einem runter und man zerschmettert irgendwo. Gut, du gehst vielleicht nicht gleich unter und hast nicht gleich irgendwo oder stirbst nicht gleich, dann gehst du wieder zur Seelsorge, die dich wieder rausziehen. Aber ich sage dir, du brauchst deinen persönlichen Ankerplatz und das ist was ganz, ganz wichtig ist. Wir finden in der Bibel eine Stelle, wo es sich um den Anker dreht. Viele Stellen, wo es heißt, und sie ankerten, sie wurfen, sie ankerten oder sie haben den Anker über Bord geworfen. Das war da, als sie Schiffbruch erlitten haben, da haben sie alles drüber geworfen, dass sie leichter wurden. Aber es gibt eine Bibelstelle, die ist so gravierend. Und ich habe mir diese Woche so einen Anker besorgt. Ihr habt vorher den Anker gesehen, den wir draußen stehen haben, ein Riesenteil. Das ist mehr eine Zierde, aber ich kann nicht das Riesenteil hier reinschleppen, da bräuchte man einen Kranwagen. Aber dieser Anker, und diesen Anker, das ist wichtig, dass du den hast, nicht in der Tasche, nicht mit dir rumtragen, sondern, ihr Lieben, es ist wichtig, dass dieser Anker einen Halt bekommt. Und in der Bibel sehen wir
unser Anker ist Jesus. Unser Anker ist Jesus. Wo machst du das fest? Und unser Skipper hat gesagt, er hat es gut ausgedrückt, unser Anker ist hinter den Vorhang gelaufen. Ihr kennt das Bild und auch im Alten Testament, da war der Tempel, da war der Vorhof, da war das Heiligtum und dann kam das Allerheiligste. Ins Allerheiligste durften nur die hohen Priester hinein und das einmal im Jahr. Das war wirklich die Bundeslade und das Allerheiligste. Und sie durften dort hinein. Und das ist auch der Punkt, wo du dein Leben festmachen solltest. Nicht irgendwo, wo es Spaß macht gerade. Ich mache mal hier fest, ich mache mal da fest. Und diese Meinung, da mache ich auch mal fest. Nein, ich finde es ganz gut ausgedrückt, der Anker ist hinter den Vorhang ins Allerheiligste gelaufen. Und dort möchte ich jetzt symbolisch diesen Anker festmachen. Komm mit mir da rein ins Allerheiligste. Und ihr seht auch hier, dass wir hier das Kreuz haben, ist eine gute Symbolik. Und da wird er festgemacht. Gut. Und jetzt, ihr Lieben, unser Leben. Jetzt habe ich einen Halt und kurz vor dem, seht ihr, wie hilfreich das ist, kurz vor dem Halt, das ist der Halt vom Allerheiligsten. Dein Anker sollte im Allerheiligsten bei Gott festgemacht sein. Und ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Ich kann mich jetzt hier bewegen, ich kann mich hier bewegen, wo ich will, auf dieser Bühne und ich habe einen Halt. Ich kann auch weiter zurück, aber wo hast du dein Leben festgemacht? Wo hast du dein Leben festgemacht? Der Anker heißt Jesus. Und wir lesen in Hebräer 6, Abvers 19, die Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Ein sicherer und fester Anker. Die Hoffnung ist für uns ein sicherer, fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Das ist doch genau der Text, der zu dieser Sache passt. Vers 20. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten. Für heute, für dich, für deine Depression, für deine Krankheit, für deine Situation. Er ist ins Allerheiligste gegangen, um für dich den Halt für dein Leben zu geben. Er ist nicht irgendwo eine Kirche, wo du reingehst, wo lauter kirchliche Dinge da sind oder wie hier eine Pfeifenorgel oder ein Altar und alles, das ist eine tolle Symbolik. Aber die Kirche ist nicht dein Halt, sondern Jesus, dein Anker im Allerheiligsten. Das ist dein Halt für dein Leben und auch im Alltag, nicht nur in der Kirche. In der Kirche begreifen wir oft mal vieles und meinen, draußen läuft alles anders. Nein, es gibt aber auch andere Anker, die heißen nicht Jesus. Es gibt andere Anker, zum Beispiel dein Ego. Wenn du dein Leben an deinem Ego festmachst, ist das schwierig. Das manchmal ist das richtig toll, wenn du sagst, was ich kann und lass mich mal her, nur ich kann das und so weiter. Ich sag dir, so manche Dinge kannst du wirklich gut. Aber ich sage dir auch, manches hält nicht. Und es hält nicht. Oder deine Ausbildung. Ich kann was. Ich habe das und jenes gelernt. Ich habe den und jenen Titel. Wunderbar, ich gratuliere dir. Und ich wünsche, dass jeder einen Titel hat. Das ist was Schönes. Aber dein Halt ist es nicht. Dein Halt sollte Jesus sein, festgemacht im Allerheiligsten. Ich habe auch hier einen Anker mitgebracht. Das ist ein Klappanker.
das kann man verwenden für ein Schlauchboot, wenn man irgendwo, ich fahre gern auf dem Altrhein rum, und wenn man da mal Pause machen will, dann kann man sowas werfen und das gräbt sich ein in den Schlamm. Aber hier kannst du kein Kreuzfahrtschiff festmachen und auch kein Containerschiff. Das ist lächerlich. Und drum, ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir den richtigen Anker haben. Wie gesagt, ihr habt den Großen gesehen, der Große für ein Riesenschiff. Und ich sage dir, erkenne den großen Anker, Jesus, erkenne den, und er hält dein Leben ganz, ganz sicher. Er hält dein Leben ganz, ganz sicher. Und da kannst dann mal stürmen, da kannst dann mal stürmen, da kannst ziehen, da kannst zerren, aber ich sage dir, dieser Anker hält. Glaubst du das? Du kannst den Anker Jesus nicht im Schlamm festmachen. Wenn du sagst, oh Herr Jesus, all meine Sünden, halte mich. Jesus wird kein Halt bieten im Schlamm, sondern er ist der Fels. Er ist der Fels, und das ist wichtig, dass wir an der richtigen Stelle festmachen. Wir hatten auf unserem Turn eine schöne Bucht, da wollten wir baden, sind wir reingefahren und wir haben den Anker runtergelassen. Und der Anker hat nicht gehalten. Der Boden war sowas von glitschig, der Anker hat nicht gehalten. Die standen alle schon da mit der Badehose und der Skipper sagt, Anker hoch, hier prägen wir nicht, sonst treibt unser Schiff ab, wir kommen gegen die Felsen und dann ist aus mit der schönen Fahrt. Und so ist es auch. Wir ankern manchmal gerne an einem Grund, der nicht hält, weil es da so schön ist. Ach, das ist so nett. Ach, die haben auch einen Bibelspruch. Ach, die sind auch so nett. Ach, Gott liebt doch eigentlich alle. Ich sage dir, ankere dort, wo Halt ist und nicht, wo es alles glitschig ist. Wo du sagst, ach, jetzt hat's, ein bisschen hat es gehalten, aber jetzt nicht. Und dann hast du Schrammen in deinem Lebensschiff, und die du nicht haben müsstest. Du kannst einen anderen Anker nehmen, und ihr Lieben, du kannst einen anderen Anker aber nicht ins Allerheiligste bringen. Du kannst nicht dein Ego ins Allerheiligste bringen, hält nicht. Du kannst nicht deine Ausbildung ins Allerheiligste bringen, hält nicht. Darum kam Jesus, und wie wir vorgelesen haben, Jesus ist der Anker im Allerheiligsten, wo du dein Halt herbekommst. Gib mal Gott die Ehre. Danke, Herr. Mache auch nicht deinen Anker bei deinen Problemen fest. So viele bei ihrer Depression, bei ihrer Krankheit machen sie einen Anker fest und sehen nur noch dieses, was irgendwo so groß und gegenwärtig ist. Ich sage dir, die Krankheit, die Probleme halten nicht dein Leben, sondern Jesus, der für uns gesiegt hat. Er hält. Ankere dort, wo die Lösung ist. Und das ist das Schöne. Dort, wo die Lösung ist. Vielleicht musst du dich erstmal vom Schlamm, von Sünde, von all dem Zeug befreien, so eine Dusche des Heiligen Geistes mal einnehmen, dass wirklich das möglich ist. Und dann sage ich dir, dann ankere am richtigen Platz. In Sicherheit, ihr Lieben, in der Sicherheit hast du auch keine Angst. Wenn du weißt, der Anker hält, uns kommt ein Sturm, du hast keine Angst, weil du sagst, ich habe Halt. So wie wir auch festgebunden waren in diesem einen Sturm, ich habe gebetet, oh Herr Jesus, lass dieses Boot nachts, wenn wir schlafen, nicht irgendwo die Seile reißen. Und ihr Lieben, so ist es wichtig, dass wir wissen, da wo wir festgemacht haben, das hält. Und wenn du wo festgemacht hast, wo du den nächsten Morgen sagst, ja, die Leine ist noch dran, aber der Pfahl schwimmt da hinter mir her, das nützt nichts. Und ich sage dir, mach am richtigen Platz fest, am Allerheiligsten. Der Grund und das Gewicht muss passen. Ich habe es euch gerade gesagt, wenn du glitschig, Schlamm und so weiter, da hält nichts. Der Grund muss passen und auch das Gewicht. Und dein Leben hat ein Riesengewicht,
dein Körper vielleicht auch, aber das meine ich jetzt nicht, sondern dein Leben hat ein Riesengewicht. Und wenn da der Anker nicht mehr Gewicht hat, nicht genügend Gewicht hat, wird es nicht halten. Das ist wie wenn du ein großer Kahn an diesen kleinen Anker ranhängen möchtest. Es wird nicht halten. Es ist nur gut gemeint. An dem Anker, hängt der ganze Wert. Und wenn dein Leben hier dran hängt, an diesem Anker, dein ganzer Wert hängt an diesem Anker. Und ihr wisst, was ihr wert seid. Weiß es noch jemand? Jeder von uns hat den Wert von Jesus, weil Jesus für dich ans Kreuz ging. Er hat für dich persönlich sein Leben gegeben. Also dieser Wert, und wenn wir diesen Wert unseres Lebens sehen, dann müssen wir auch wissen, dass wir richtig ankern. An dem Anker hängt der ganze Wert, du, wie ich schon sagte, der Wert von Jesus. Der Anker muss sich in den Grund eingraben, nicht einfach nur so, ach Herr, heute ist Sonntag, ich werf mal den Anker unter den Vorhang. Da ist der Herrlichkeit und nachher nehme ich ihn wieder mit nach Hause und gehe fröhlich meines Weges. Nein, der Anker muss eingegraben sein. Und als wir geankert haben im richtigen Grund, kam der Skipper und hat das ganze Boot so gezogen, dass sich der Anker eingegraben hat. Wisst ihr, der hat sich richtig eingegraben, als er praktisch gegen das Seil gezogen hat mit Motorkraft. Und so ist es wichtig. Dein Anker muss im Allerheiligsten in das Herz des Vaters eingegraben sein. Und dann, ihr Lieben, dann deine ganze Last hängt am Kreuz. Du darfst sie abwerfen. Wirft all eure Last auf mich, sagt der Herr Jesus. Deine ganze Last hängt dann dort und nicht mehr dir irgendwo um den Hals eingegraben. Und das bringt uns Vertrauen, das bringt uns Glaube, das bringt uns Liebe, das bringt uns Hoffnung. Und das ist so wichtig. In all dem, ihr Lieben, ja, in all dem, was du tust, mache im Allerheiligsten fest. Mache im Allerheiligsten fest, indem du all deine Last dem Anker überlässt. Ist das was Schönes? All deine Last dem Anker überlässt. Du bist dann sicher, du kannst richtig ruhen und er hält. Du wachst morgens auf und sagst, oh danke Herr, heute Nacht war es stürmisch, aber er hat gehalten. Und so auch in deinem Leben. Und ich möchte schließen mit einer Bibelstelle auch aus Hebräer 6, die überschrieben ist, Gott hält, was er verspricht. Hebräer 6, Vers 14, Gott versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen, ich will dich mit Segen überschütten und du sollst viele Nachkommen haben. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Und ich sage dir, wenn du diesen Halt hast, geht das in Erfüllung, was Gott dir versprochen hat. Wenn der Anker eingegraben ist, hält er, egal wie Wind und Wellen, egal wenn dich irgendwas abtreiben möchte, es hält dich. Deine ständige Aufgabe ist nur zu schauen, dass der Anker fest in Gottes Herzen eingegraben ist. Weil wenn du in diese Richtung festgemacht hast und ein Wind wechselt, der Wind oder die Strömung kommt woanders her, dann darf der Anker nicht rausfallen oder irgendwo locker werden. Und da ist es wichtig, dass all eure Last am Kreuz ist, nicht nur die, die momentan gerade interessant ist. Und wenn dann der Wind dich ein Stückchen abtreibt, dann so, ach ja, das habe ich ja auch noch. Und das muss ich ja auch noch vor Gott bringen. Ich sage dir, all deine Last wirf ans Kreuz und sei frei. Dann kann der Wind wechseln, wohin er will. Du bist frei. Und ich sage dir, das Seil hier, das steht für den Bund.
verbunden, was Jesus gesagt hat, ihr Lieben, verbunden mit ihm zu dir, dieser Bund. Was nützt mir, wenn hier hinten ein Anker, Jesus, richtig gut eingegraben ist und ich stehe hier vorne, ich kann schreien und kann schreien, kann schreien, es wird nicht viel nützen. Es ist wichtig, dass wir Ja zu Jesus gesagt haben. Und dieser Bund, er und wir sind seine Kinder, dieser Bund hält. Glaubst du das? Dieser Bund hält. Dein absoluter Halt ist der Anker, er ist Jesus, der sich bei dem lebendigen Gott eingegraben hat. Und das ist wunderbar, ihr Lieben. Diesen Halt brauchen wir. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.